Komm schon, ihr versucht es ja nicht mal richtig. Surrender, my inferior foe! Willkommen bei WatchMojo Deutschland und heute zeigen wir unsere Top 10 der schlechtesten Trickfilm-Plagiate. Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. In dieser Liste schauen wir uns Filme an, die eigentlich nur ein Abklatsch klassischer Zeichentrickfilme sind. Sie wurden nur gemacht, um durch die Beliebtheit ihrer berühmten Vorgänger Geld zu machen. Hey guys, I just had me a crazy idea. Nummer 10, Bug Bites, an Ant's Life. Hey Sal. Erinnerst du dich, als der Film Ants herauskam und als billige Kopie von Pixars das große Krabbeln bezeichnet wurde? Nun, wenn du dir diesen schlechten Witz anschaust, wirst du DreamWorks-Film ganz anders wertschätzen. Die 3D-Animationen sehen unfertig aus, die Synchronisation ist furchtbar und die Klangqualität ist minderwertig. Dieser Film ist zu lang und ist, zumindest nach Meinung von Kritikern und Zuschauern, wertlos. Still worried about geckos? Nah, I met them. They're not very bright. Es geht anscheinend um eine Raupe und ihre Ameisenfreunde, die versuchen, einen Gecko-Überfall zu überleben. Die Handlung geht in all den Verfolgungsszenen total verloren. Scheinbar dachten die Schöpfer, dass es unterhaltsam ist, Insekten zu beobachten, die eine halbe Stunde lang hin und her krabbeln. I look like bark. He can't see me. No problem. Nummer 9, The Secret of Mulan. You will be Soldier Hua. Offenbar ist das Unternehmen, das diese Adaption gemacht hat, bekannt dafür, berühmte Filme zu überarbeiten. Sie haben sogar eine ganze The Secret of-Reihe gemacht. Es gibt The Secret of the Hunchback, The Secret of Anastasia und natürlich The Secret of Mulan. Nun, die Mulan-Kopie wurde nicht nur als Verfälschung einer der größten weiblichen Zeichentrickcharaktere bezeichnet, sondern geht noch einen Schritt weiter und mischt Elemente aus das große Krabbeln unter. Entschuldige, Flick, dir und deinen Freunden wurde auf dieser Liste zweimal übel mitgespielt. Nummer 8. What's up? Balloon to the Rescue. I'm a genius. Dieser Pseudo-Blockbuster macht nicht nur den originalen Pixar-Epos schlecht, sondern ist auch eine verwirrende Billigschnulze. Aus irgendeinem Grund dachten die Filmemacher von What's Up, dass ein fliegendes Haus nicht aufregend genug ist. Also haben sie etwas Magie beigemischt. Falls du es lange genug aushältst, wirst du dich fragen, warum ein magischer Stein ein Haus nur in eine Art Heißluftballon verwandeln kann. Oder warum sie sich die Mühe machen, einer chinesischen Nebenfigur gegenüber rassistisch zu werden. Arigato! No problem, but arigato is Japanese. I'm Chinese. My name is Ching Ling. Wir sind dir aber nicht böse, falls du gar nicht so weit gekommen bist, nachdem du die fragwürdige 3D-Animation gesehen hast. We'll be heroes only after we send those monsters back to another dimension, okay? Nummer 7, Kiara the Brave oder auch Super K. You've given me everything, but I'm still missing excitement. Dieser schreckliche Film hätte dem Publikum nie aufgezwungen werden sollen. Außerdem wurde er beim Absetzen in den USA schlichtweg umbenannt, um auf Kosten der neuesten Pixar-Veröffentlichung Merida, Legende der Highlands, Geld zu machen. Where did they take the king? I heard them say the Netherworld. Komischerweise gibt es bei Kiara the Brave kein mittelalterliches Schottland. Es gibt auch keine Geschichte über das Erwachsenwerden einer starken Heldin, die versucht, ihren eigenen Weg zu gehen. Was sehen wir stattdessen? Einen Superhelden namens Super K, der versucht, die Dream Zone Welt von den bösen Badmess zu schützen. Kiara bleibt dabei im Hintergrund und macht so ziemlich gar nichts. As kids, we don't have the power to call on destiny. Do we? Nummer 6, Happy Toes. Just follow my lead. Hier bekommen wir eine dringend benötigte Pause von horrenden 3D-Animationen und bekommen sogar eine bessere Synchronisation. Für die meisten ist Happy Toes allerdings dennoch eine weitere Katastrophe. Die Grenzen der Flash-Animation werden schon früh deutlich. Dieser Kurzfilm kopiert die Handlung von Happy Feet, aber ohne die herausragenden Tanzsequenzen und ohne Robin Williams. Es gibt zwar selbstbezogenen Humor, aber auch eine Szene, in der ein Einsiedlerkrebs einen Seelöwen an Stellen kneifen will, die nicht wirklich kindergerecht sind. Happy Toes tanzt sich damit selbst ins Verderben. Epic fail. Nummer 5, Chopkick Panda. Ah, much better.
Er mag nur 40 Minuten lang sein, aber von den vielen, vielen Kung-Fu-Panda-Reproduktionen gibt dir dieser hier das Gefühl, mehrere Runden bei Fast and Furious 5 mitgefahren zu sein. Die Leute, die Tappy Toes verbrochen haben, sind auch verantwortlich für Chopkick Panda. Und auch hier ist die Animation noch der beste Teil. Alles andere ist einfach Panda-großer Blödsinn. Es ist mehr oder weniger die gleiche Geschichte wie im Original. Die Handlung ist überstürzt und ein lächerlicher Versuch, dich auf Humor statt Action zu konzentrieren. Chopkick Panda wirkt daher zusammenhangslos und völlig sinnlos. Precisely, Einstein. Nummer 4, The Legend of Sarila. Stop! He'll freeze to death! Dieser kanadische Zeichentrickfilm erregte den Zorn von Disney. Nicht wirklich überraschend bedenkt man, dass der Titel über den US-Markt in Frozen Land geändert wurde. Sehr raffiniert. The shaman says the spirits are angry with the clan. Auch das war ein totaler Missgriff der Vertreiber. Der Name und sogar das typische Logo von Disneys Die Eiskönigin wurden regelrecht kopiert, aber die Geschichte über einen Inuit-Schamanen und seine Tierfreunde ist leider langweilig. Die Produktionsfirma von Legend of Sarila hat wahrscheinlich gedacht, dass ihr Film unter dem Radar durchrutscht. Aber Disney entgeht sowas nicht. Die Schöpfer hätten sich selbst einen Gefallen getan, hätten sie es einfach bleiben lassen. Nummer 3, The Frog Prince. Why can't I find my Prince Charming? Die Kritiken sind recht eindeutig. Dieses Blockbuster-Duplikat kann man in einem Wort zusammenfassen. Träge. Es gibt nur eine Handvoll Schauplätze, die Synchronisation ist eine wahre Beleidigung, da vergeblich versucht wird, afroamerikanische Akzente zu imitieren. Und viele der Figuren sind einfach zutiefst unsympathisch. Well, that's it. There's nothing more I can do. In Disneys Froschkönig gibt es Magie, die Chemie zwischen den Hauptfiguren stimmt und wichtige Lektionen des Lebens sind zu lernen. Hier haben wir eine Prinzessin mit Wutanfällen, einen König, der die Unabhängigkeit seiner Tochter ablehnt und einen Frosch, der praktisch alles sagt, nur um zu punkten. I can. Of course I can. Nummer 2, Ratatouille. Rattenscharfer Spaß. Chef Marcel Toing prepares the most delicious and exotic dishes, always using special secret ingredients. Man kann zwar Paris mit Rio de Janeiro ersetzen, aber dieser Abklatsch bleibt trotzdem unverfroren, egal wo die Geschichte spielt. Es geht um einen Naga-Koch, der versucht, seine Konkurrenten zu besiegen, um sein Restaurant zu erhalten. Dabei bedienten sich die Macher am Rezept von Ratatouille, dem 5-Sterne-Menü von Pixar. Und wie macht er das? Indem er frische Zutaten aus der Menschenküche stiehlt. Dabei versuchte man, den Stil alter Spionagefilme nachzuahmen, was allerdings nach Ansicht der Zuschauermehrheit kläglich gescheitert ist. Tu dir selbst einen Gefallen und lass diese Mahlzeit aus. I'm afraid I don't find that to be particularly funny, Greg. Nummer 1, A Car's Life, Sparky's Big Adventure. I'll take a car wash tomorrow. That's what you said yesterday. Cars war nicht gerade der Höhepunkt von Pixars Kreativität, aber im Vergleich dazu ist es ein anständiger und unterhaltsamer Film. In diesem Wirrwarr von Film sind wir dem Hauptdarsteller und motorisierten Trottel Sparky ausgesetzt, der nur existiert, um überall Chaos zu verursachen. Dabei wird uns etwas präsentiert, was man nur als eine schlechte Zeichentrickattacke bezeichnen kann. Die Synchronisation ist echt grauenvoll und die Autosammlung ist wirklich abscheulich. Stop playing around. Es ist so billig gemacht, dass man es wirklich nicht anschauen kann. Wir verstehen absolut nicht, warum es davon mehrere Fortsetzungen gibt. I feel like an idiot. Stimmst du unserer Auswahl zu? Für noch mehr Top 10 abonniere einfach WatchMojo Deutschland.